sodass wir hier uns jetzt ein bisschen Zeit sparen, dass ich jetzt jeden Einzelnen aufrufe. Kommt da noch, wenn Sie zu Worte kommen. Ich sage an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Danke an folgende Institutionen, nämlich an die Firma LEGCOM, die uns diese Flutlichtanlage hier aufgebaut hat und geplant hat. Hier von denen würde ich gerne Moritz Stoll. Dann sage ich Danke an die Firma Bauplan und Demuf. Hier vertreten durch unseren Bauleiter Stefan Demuf. Und dann sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unseren Tiefbaumeister Lothar Güte und sein Team. Ohne den und den seinem Einsatz wäre diese beiden großen Masten hier nicht statisch sind. Die ebenfalls mit Hebebühne hier im Einsatz war, dann die Firma Kühne, die Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat, und die Firma Hutberger, die mit ihrem großen Giraffenkran uns dann das letzte Stückchen oben aufgesetzt haben. Jeder von uns war sich sicher,
dass es nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen unvorstellbaren Schrecken und Leiden bei uns keinen Krieg mehr geben würde. Wir vertrauen auf den Faktor Vernunft. Der Überfall Russlands auf das Nachbarland der Ukraine hat uns am 24. Februar drastisch vor Augen geführt, in welch trügerischer Sicherheit wir uns da gewiegt haben. Frieden ist ein unglaublich kostbares Geschenk und niemand hätte sich vorstellen können, dass man ihn so leichtfertig aufs Spiel setzen würde. Der Musikverein Hohenberg hat soeben in die Nationalhymne der Ukraine gespielt. Vor wenigen Wochen war sie nur das musikalische Symbol einer Nation. Heute ist sie eine Metapher der Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie. In diesem Sinne erklingt sie derzeit überall in der Welt, wo Menschen zusammenkommen, um ein Zeichen gegen Unrecht und Gewalt zu setzen. Am vergangenen Sonntag richteten sich die Augen Europas und der freien Welt zudem auf unser Nachbarland Frankreich. Noch nie zuvor hat eine Präsidentenwahl dort mehr Interesse gefunden. Denn es ging dabei nicht nur um die Zukunft Frankreichs, sondern um den Fortbestand des geeinten Europas. Also dessen, was wir in den letzten 3,5 Jahrzehnten in unserer Partnerschaft so beispielhaft vorgelegt haben. Wir sind unseren Nachbarn und Freunden in Frankreich dankbar dafür, dass sie dem gemeinsamen Projekt Europa mit ihrer Wahlentscheidung Zukunft geschenkt haben. Mit unserer Feier zum 35. Geburtstag der Partnerschaft zwischen Föhn und Mouchard durften wir uns dem SV Hohenberg anschließen, der heute seine Flutlichtanlage einweiht. Und durch den Gang der Ereignisse hat sich damit noch eine große Symbolkraft entwickelt. Zwar dient das Flutlicht zunächst einmal einem ganz praktischen Zweck, ermöglicht es doch eine längere Nutzung des Sportplatzes auch in den Abendstunden. Aber Licht steht zudem für Hoffnung und Zuversicht und das sind Eigenschaften, die wir derzeit alle dringend benötigen. Gestatten Sie mir bitte jetzt noch, dass alle die Gäste des heutigen Abends besonders willkommen zu heißen. Da begrüße ich zunächst unsere Freunde aus Mouchard mit der Vorsitzenden der Partnerschaftsvereinigung Dominique Chalumeau und dem früheren langjährigen Bürgermeister Michel Rocher. Hätte ich auch Bürgermeisterin Sandra Helen willkommen heißen. Sie ist jedoch erkrankt und musste kurzfristig absagen. Wir wünschen dir von dieser Stelle alles Gute, sowie eine schnelle Genesung. Yves Chalumeau wird später das Grußwort von ihr vergeben. Guten Abend und hallo in die Runde. Es ist wunderschön, eine so große Anzahl von Menschen wieder vor sich zu sehen, ohne Gesichtsmaske, ihnen in die Augen und ins Gesicht zu sehen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Nachdem mein Vorredner die Ehrengäste alle herzlich begrüßt hat, werde ich auf eine erneute namentliche Nennung verzichten. Ich begrüße Sie selbstverständlich alle hier auf das Herzlichste. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, der Musikverein Hohenberg und der Verfahren zu Ittertal haben uns gerade auf ganz einfache Weise verdeutlicht, was es bedeutet, wenn Menschen gemeinsam ein Ziel verfolgen, dabei klare Regeln, nämlich die Noten beachten, aufeinander hören, einander zuhören und sich einer Sache zusammen annehmen.
Ein guter Freund hätte an dieser Stelle gesagt, was für ein wunderschönes Gebläse. Und wir alle wissen und konnten es letztlich auch hören, Musik verbindet, sie verbindet Menschen. Und genauso ist es beim Sport, in diesem Fall beim Fußball. Der Spruch, 11 Freunde oder noch besser 18 oder 20 Freunde müsst ihr sein, um zu siegen, ist allseits bekannt. Auch der Sport verbindet Menschen, weil man gemeinsam dasselbe Ziel verfolgt und es entstehen Freundschaften, manchmal Freundschaften für ein ganzes Leben. Doch neben den aktiven Fußballern und einer Mannschaft bedarf es ganz viel Arbeit im Hintergrund. Da bedarf es Teamplayern, die sich um den Platz kümmern, das Umfeld, um die Jugend und alles organisieren. Ich darf euch heute sagen, dass euch dies hier in Buchenberg diese Kombination und dieses Zusammenspiel über viele Jahre und Jahrzehnte sehr gut gelungen ist. Erst im vergangenen Jahr durfte ich hier an gleicher Stelle zum 100. Geburtstag eures SVB gratulieren. Ihr könnt heute zu Recht sehr stolz. Auf Leben unserer Partnerschaft. Danke.
alter Mann. Ja. Ich stehe ja nicht da oben, es ist mir häufig ungefährlich. Okay, alles im Kasten. Danke. Aber auch beim Jubiläum 35 Jahre Partnerschaft zwischen Bouchard und Föhn. Ich durfte schon beim 30-Jährigen mit dabei sein und deswegen, chers amis de France, bienvenue en est du Nord, la plus belle région de l'Est. Und es ist schön. Man merkt zwar selber, dass man auch älter wird, aber es zeigt, dass der Geist, den diese Partnerschaft ausmacht, weitergelebt wird. Und das gerade in diesen Zeiten, so wie es Uwe Becker gesagt hat, hier müssen wir in Europa noch viel enger zusammenstehen und viel mehr noch darauf bauen, dass wir nur gemeinsam die Zukunft gestalten können und darüber freue ich mich. Herzlichen Dank an alle die, die diese Freundschaft und Partnerschaft gelebt und vorangebracht haben. Herr Bürgermeister,
Liebe Freunde aus Umschach, herzlich willkommen und auch ein herzliches Willkommen in die große Runde hinein im Namen des Landkreises zu der tollen Veranstaltung heute Abend. Ein besonderer Anlass, 35 Jahre Jubiläum, herzlichen Glückwunsch dafür. 35 Jahre, da gibt es sicherlich viele Geschichten zu erzählen. Der Schüleraustausch war sicherlich sehr wichtig und hat die jungen Menschen früh mitgenommen und gewonnen für die europäische Idee. Und es ist genau das, um was es geht. Und die Partnerschaftskomitees haben das alles mit Leben gefüllt. Das freut mich sehr und herzliche Gratulation im Namen des Landkreises. Die Völkerverständigung ist auch im Landkreis ein sehr wichtiges Thema. Ich darf gratulieren dem Sportverein. Er hat Tolles geleistet und rundet das Projekt gewissermaßen heute Abend ab mit der Einweihung der Flutlichtanlage. Kompliment an den Vorstand. Er ist sehr rührig, furchtbar kreativ und er ist sehr durchsetzungsstark bei der Frage, wie finanziert man das alles, wie finanziert man unseren Mitarbeiter. Das ist ganz wunderbar gelungen. Deshalb komme ich heute auch nicht mit leeren Händen. Zunächst einmal die gute Nachricht, der Vorsitzende hat es eben beschrieben, ja, in Deutschland geht manches sehr formal und wenn man ein Bauwerk schafft, dann muss man sich mit Ausgleichsprojekten beschäftigen, das könnte Geld kosten, aber Sie wissen ja, wir haben seitens der Verwaltung versprochen, dass es geht, auch andere Wege zu finden und ich kann heute berichten, in der Partnerschaft mit der Gemeinde Vöhl ist es gefunden, den Lösungspfad zu entwickeln, also der Ausgleich wird anders organisiert. Die schwere Last von den Schultern genommen. Ich habe noch was mitgebracht. Der Sportverein, der sich den Namen beschäftigt, stellt fest, dass er 101 Jahre alt wird oder geworden ist. Im letzten Jahr hätten wir eigentlich anders gehabt, dieses Jubiläum besonders zu hören und zu feiern. Dafür war leider keine richtig gute Gelegenheit der Pandemie leider geschuldet. Deshalb habe ich heute die besondere Ehre und die Freude, die Sportplakette des Bundespräsidenten, heute den Vorsitzenden, zu überreichen anlässlich dieses besonderen Jubiläums. Deshalb darf ich Sie bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Ich halte es mal in die Kamera und kann es dort sehen. Die besondere Plakette begleitet mit einer entsprechenden Urkunde. Ich darf Sie herzlich gratulieren an dieser Stelle im Namen auch des Bundespräsidenten und darf Ihnen als Vereinsvorsitzenden, als Vorstand, als Gesamtverantwortung weiterhin viel Erfolg wünschen. Machen Sie genauso weiter. Da werden wirklich noch ein paar Eckfahnen, noch Sponsoren zuordnen. Sie haben sicherlich noch viele andere Ideen. Und Projekte vor der Brust. Alles bedenklich Gute, herzlichen Glückwunsch zu 101 Jahre SV Buchenberg. Leute, ich habe Tränen in den Augen, die Last von den Schultern. Mein Gott, hat die schwer gelegen. Danke, Herr Van der Horst, danke, Bürgermeister Karlhöfer, danke allen, die hier sitzen, Herr Weinmeister, Herr Stoiber, Herr Blünicke, Frau Sommer. Ich weiß gar nicht, wie ich aufzählen soll. Der SV Buchenberg und seine Mitglieder bedanken sich bei all denen, die uns diese Last von den Schultern heute Abend hier genommen haben. Das ist unser Applaus, ich höre euch. Und haben auch ein Lachgeschenk mitgebracht, wie sich das gehört. Sie können hier alle stolz darauf sein, was Sie hier erreicht haben. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Herzlichen Dank an Harald Lüdecke und das gesamte Team, aber auch an Werk Backhaus und das gesamte Team. Wir freuen uns, dass nun endlich die Flutlichtanlage eingeweiht werden kann. Ich kann mich erinnern,
Weinmeister und ich waren hier bei der Feuerwehr und Herr Backhaus sprach uns an, ohne das Geld fließen nicht. Und wir haben uns eingesetzt und ich freue mich, dass ich mitbehilflich sein konnte, dass jetzt endlich die Jugendlichenanlage realisiert werden kann. Ich finde, das haben Sie sich verdient. Und dass wir einen sportlichen Landrat haben, lieber Bernd, hast du gerade gesagt, mit deinem Bürgermeister haben die das geregelt. Deine Last ist gefallen, der Sportkreis war auch beteiligt. Also am Ende zählt der Erfolg. Und zwar muss es heute eigentlich die FFH heute hier so prominent. Das liegt an der Tochter von Bernd Backhaus, die wurde nämlich geehrt in Bad Vilbel bei der FFH, die Noel. Und da hat sich die Familie Backhaus dieses Highlight mit FFH gewünscht. Und ich bin ganz begeistert, dass unser Sender FFH das wahrgemacht hat und heute hier mit voller Kapelle angetreten ist. Vielen Dank FFH, vielen Dank Bernd Backhaus.